Recht herzlich willkommen zur 9. Folge von Planet Nomads. Wir sind in einer Version 5.6 ist es, also 0.5.6, und da war das Update. Und jetzt müssen wir mal gucken. Achso, da unten ist ein neues Dingens hier, der Sleepback, der ist neu, den können wir jetzt auch so schlafen und nicht mehr immer in unserem kleinen Rettungskapsel. Irgendwas geht mit der Maus nicht. Jetzt nochmal. Ja, jetzt geht's. Okay. Ja, letztes Mal haben wir was zu essen haben wollen. Oder wie war das? Müssen wir mal gucken. Und wir essen was erstmal. Das. Und was brauchen wir? Was ist das hier? Stamina oder was war das? Und ja, wir müssen noch mehr essen dann. Können wir noch eins nehmen, ja. Jetzt haben wir 13 von den Lebenserhaltungs hier, Nutrition. Müssen wir noch mehr essen? Hunger ist das, ne? Und was können wir noch? Wasser trinken wir noch. Und ja, da können wir jetzt noch ein essen. 20 haben wir jetzt. Und ich glaube, wir müssen dann mal schlafen dann. Noch ein essen. Dann gehen wir zur Rettungskapsel. Da gehen wir jetzt hin. Und dann gehen wir da rein. Da unten sind immer irgendwelche Tipps. So, dann gehen wir nochmal rein und dann müssen wir Leertaste drücken. 12 Stunden schlafen. Schade, dass wir die 12 Stunden nicht ändern können. Das wäre schön gewesen, wenn wir das ändern könnten. Ja. Ja, jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Haben wir Hunger. Sind wir auf 0. Stopp. Wir sind noch nicht gestorben. Jetzt müssen wir wieder was zu essen haben. Lass uns mal hier rüber gehen. Und ich glaube, hier ist nichts drin, aber wir können was machen. Das und machen wir ein und dann machen wir 4 Stück noch dazu. Einen haben wir schon. Okay. Ja, da kommt noch einer raus. Nehmen wir gleich und essen und dann machen wir die 4 noch. Und Wasser können wir auch machen. Machen wir 1. Warum rutschen wir so rüber? Kein Mensch weiß das, ne? Wir rutschen rüber. Keine Ahnung warum. Jetzt rutschen wir anders, irgendwie nach rechts oder was? Naja. Wir haben rohes Fleisch hier. Press all twice to hold. Ja, okay, da können wir den Jetpack benutzen. Da haben wir wieder einen Tipp. Machen wir da Trockenfleisch. Machen wir mal 1. Die Biopaste können wir schon rübernehmen wieder. Und essen. Ja, 18. Gut. Hier von der Biomasse haben wir natürlich reichlich, ne? Das können wir nehmen und nochmal essen. Und da ist der nächste.
können wir rüber und dann essen wir den auch noch. So, das ist jetzt besser geworden. Jetzt brauchen wir Essen noch. Ja. 26 Gesundheit. Das Trockenfleisch. Dann machen wir mehr von dem Zeug. 10-mal, denke ich. Das Wasser nehmen. Und dann machen wir was anderes erst. Was sollen wir denn jetzt machen? Fünfundzwanzig haben wir jetzt. Gesundheit. Der 3D-Drucker, was machen wir mit dem? Es fängt an zu regnen. Was machen wir? Also dieses mittleres Gewächshaus. Was ist das? Reinforced Wall Corner? Also irgendwie in der Ecke, keine Ahnung. Kompakt-Container, können wir was speichern oder ablegen? Keine Ahnung, was wir damit machen können. Grundsätzliche Wand ist das so oder Ecke. Alles andere haben wir sozusagen. Dann lass uns mal dieses. Wir brauchen jetzt hier einen Rahmen, um das zu bauen. Erst brauchen wir jetzt den Rahmen. So, dann da wieder rein. Den Rahmen da, genau, und machen. So, den brauchen wir jetzt hier. So, da ist es. Ach, wir haben jetzt den Rahmen nicht mitgenommen. Dann müssen wir den Rahmen noch holen. Da nochmal rein. Da ist er. Mitnehmen und schon jetzt gleich gehen. Gehen wir zurück und Nummer 6 ausgewählt. Ein höher und da ist das. Grundsätzlich erstmal. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir zwei Platten, Kompositteile, elektronische Teile und Glas auch. Gut. Dann gehen wir darüber. Ne, E müssen wir drücken. So, da war einer. Machen wir. Haben nichts, da müssen wir noch bauen. Komposit 2. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Elektronische Teile brauchten wir auch 2. Und Glas, ich glaube, 1. Gucken wir erst. Können wir nochmal reingucken. Und es passt eigentlich alles, bis auf das Glas 2. So, noch einbauen. Gut, dann haben wir das. So, dann reicht das. Dann können wir das Gewächshaus machen. Dann brauchen wir irgendwie ein paar Samen dann noch. Keine Ahnung, wie es läuft. 20 Sekunden noch ungefähr oder naja, weniger schon. 10 Sekunden jetzt noch. Dann haben wir alle Teile. Können wir umlagern, aber alles geht gar nicht. Wir haben nicht genug Platz. So, dann essen wir erstmal das Fleisch auf. Dann haben wir einen Platz mehr. Und das da auch noch rein, oder? Das ist gut. So, jetzt können wir das eigentlich alles machen, oder? So. Okay, das ist jetzt fertig. Vorher war da so ein Symbol, was ich auffüllen muss. Naja, sieht ganz nett aus. Strom braucht das. Okay. Dann klappt das nicht so, wie ich will. Dann müssen wir diese Schiene machen. Da erst. Connect. Und dahin.
Gut. Haben wir. Jetzt können wir hier was bauen, ne? Früchte. Da brauchen wir ein paar Sachen für. Und für die auch. Das sind Samen. Ja, Biomasse ist klar. Haben wir. Samen brauchen wir. Und da dreckiges Wasser. Da dreckiges Wasser haben wir. Aber die Seeds. Keine Ahnung, wo wir die wegkriegen. So, dann gucken wir mal. Gehen wir mal hier irgendwo in die Vegetation. Dann hier was abbauen. Biomasse. Okay. Dann das nochmal probieren und das geht alles nicht, ne? Ein Loch gemacht. Den Flieder geht auch nicht. Auch Biomasse. Was ist das da für ein Ding? Okay. Hier ist ein Tier, oder? Ist hier ein Tier, ne? Okay. Gut. Gehen wir mal weiter. Da kam so ein kleiner hinter uns her, der ist weg. Nicht da. Okay. Ah, da unten ist er, oder? Gut. Da unten läuft er. Ja, bauen wir anderes ab. Wo sind die Samen jetzt? Das ist die Frage, ne? Wo kriegen wir die her? Doof, ne? Wo kriegen wir die her? Ja, da ging gerade mehr los. Und da ist ein Loch. Okay, kriegen wir Rohstoffe. Das auch noch nehmen. Da muss man mal gucken. Ja, Batterie ist leer. Gut, da ist schon wieder ein Loch. Muss man aufpassen. Und da ist auch noch ein Loch. Muss man aufpassen, wo man hintritt. Kleines Loch, aber gefährlich. So, hier noch einen Stein abbauen. So, Eisen haben wir, Carbon. Jetzt brauchen wir irgendwie noch Samen. Keine Ahnung, wo wir die kriegen. Das ist nicht gut, ne? Was zum Essen hier? Wasser nehmen. Was ist das? Ein Busch, aber keine Samen. So. Jetzt steht da oben, dass wir sterben. Warum mit mal? Keine Ahnung. Mal das hier nochmal. Gehen wir ein Stück zurück, wenn das giftig ist oder so. Aber dann wird es vergiftet heißen und nicht sterbend. Naja. Gut. Dann kriegen wir wieder Probleme und müssen gucken, wie wir damit fertig werden. Oh, jetzt haben wir einen Bug. Ja, Spiel hängen geblieben. Dann stoppen wir hier. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge in der Hoffnung, dass es abgespeichert ist. Bis dann. Tschüss.